Hallo und herzlich willkommen beim PLW Review-Kanal. Ich bin der Philipp und ich zeige euch heute die Uniformierung und Ausrüstung eines französischen Soldaten des Ersten Weltkriegs um 1916. Das ist die Uniform, wie sie getragen wurde nach der Neuuniformierung um 1915. Das Problem im Ersten Weltkrieg der Franzosen waren die enorm hohen Verluste, die nicht nur aufgrund der total veralteten Uniformen, die damals noch aus roten Hosen, roten Mützen und dunkelblauen Mänteln bestanden, erlitten haben, sondern auch aufgrund der sehr veralteten Kriegsführung, wie sie damals halt angewandt wurde. Und aufgrund dieser Verluste war es nicht mehr möglich, die Uniform, wie sie damals gängig war, in dem Maße nachzuproduzieren. Also war es wichtig, schnell viel Ersatz ranzuschaffen. Und dann hatte man dementsprechend sehr viele Vereinfachungen vorgenommen und auch am Material gespart. Die Uniform bestand dann halt eben nicht mehr aus roten Wollloden, aus rotem Stoff und auch nicht mehr aus dunkelblauem Stoff, sondern man hatte das gemischt, was man hatte. Das waren überwiegend hellblaue und dunkelblaue Stoffe, also Wollstoffe und halt eben auch ungefärbte Stoffe. Dadurch ergab sich dann in diversen Farbtönen dieses Horizontblau. Also Horizontblau wurde das später genannt, da es damals aber halt auch kein RAL gab, gibt es ja keine klare Definition, welche Farbe zum Schluss jetzt original Horizontblau ist. Der Soldat trägt den Adrian-Stahlhelm, der wurde 1915 eingeführt, da der Kopf aufgrund des Stellungskriegs beim Soldaten die gefährdeste Stelle war, mit Abstand. Dieser Helm war sehr aufwendig zu produzieren und dementsprechend extrem teuer. Also im Vergleich dazu, das Käppi, das der Soldat, der französische Soldat vorher trug, war viermal günstiger als die Produktion eines Stahlhelms. Als Uniform trägt der Soldat den hellblauen Mantel, den Einheitsmantel 15, wie er damals genannt wurde. Der Mantel war bei den französischen Soldaten immer ein Grundkleidungsstück. In dem Fall, weil es bei uns gerade kalt ist und wenn es damals auch kalt war, trägt der Soldat unter dem Mantel noch die Einheitsbluse Modell 2. Aber das Hauptuniformstück war der Mantel. In diesem Falle, wie wir es hier sehen, ist es ein zweireihiger Mantel, bei dem die Schöße des Mantels zurückgeschlagen werden konnten, um mehr Bewegungsfreiheit oder auch eine bessere Temperierung, je nachdem wie warm es war, zu erhalten. Die Schulterklappen der Franzosen waren schlussendlich immer mit so einer Tonne versehen und zeigten keinerlei Rangabzeichen. Diese wurden dann von den Soldaten, aus Gründen, die mir persönlich nicht bekannt ist, immer auf der rechten Seite getragen. Also nicht immer, aber sehr oft, das sieht man auf zeitgenössischen Fotos regelmäßig. Des Weiteren trägt der Soldat ebenfalls in horizontblauer Färbung eine Hose, Wadenwickel und die Schnürschuhe meistens in Naturfarben oder je nach Bedarf geschwärzt. Zu der Uniform trägt der Soldat das Koppelzeug, das aus drei Patronentaschen, jeweils zwei vorne und einer hinten bestand, und einem Koppeltragegestell und einem Brotbeutel und einem Bajonett mit der zugehörigen Bajonetttasche. Auf dem Rücken trägt der Soldat sein Marschgepäck. Das besteht in der Regel aus dem Tornister, dem persönlichen Essbesteck, den Zeltstangen, einer Zeltbahn und einer Decke. Das große Essgeschirr, was hier gezeigt wird, ist eins der Teile, die man zum Beispiel für sogenannte Zeltgemeinschaften benutzt hat. Das ist in dem Fall das große Essgeschirr. Da gab es dann auch noch eine große Kochwanne oder einen Wassersack. Je nachdem, welcher Soldat was getragen hat, unterscheiden sich dann die Sturmgepäcke dementsprechend. Ab Januar 1916 trug jeder Soldat der französischen Armee auch eine Modell 2 Gasmaske mit sich. Einfach aufgrund der erhöhten Gasangriffe oder allgemein der Gasstoffkriegsführung. Im Gegensatz zu den deutschen Gasmasken hatten die Franzosen am Anfang noch keine Filtergasmasken. Dort wurden die Kampfstoffe durch einen Zellophanstoff, das ist ein relativ früher Kunststoff, gefiltert. Und ansonsten bestand die Gasmaske einfach aus einem imprägnierten Wollstoff. Der Soldat ist hier mit einem Karabinergewehr der Marke Berthier 1907 Modell 15 ausgestattet. Das war eigentlich ein sehr veraltetes Gewehr zu dieser Zeit, aber da die Produktion der Labelgewehre, also der Standardgewehre für die französische Armee 1904 eingestellt wurde, da angeblich ausreichend Fabrikate vorhanden waren, musste man dann bei großen Verlusten dementsprechend auf andere Waffen zurückgreifen, die da waren. Diese Gewehre wurden viel von zum Beispiel den in Madagaskar
stationierten Kolonialtruppen eingezogen oder halt eben dementsprechend dann ummodifiziert. Die Version, die wir hier sehen, fast 3 Schuss und war bedeutend zuverlässiger als das Labelgewehr, da dies einfach ein Federmagazin hatte und nicht wie das Labelgewehr ein Röhrenmagazin, das häufig zu Störungen geführt hat. Zu dem Gewehr gibt es dann noch das sogenannte französische Label-Bajonett. Und zum Schluss gibt es dann nochmal den französischen Soldaten von allen Seiten. Dann bedanke ich mich vielmals für die Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und wenn euch interessiert, was ich noch für eine Uniform habe, dann schreibt das gern in die Kommentare. Au revoir, mes amis.